Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen Dünnerstreuer vorstellen, der Marke Agrotech. Ja, es ist um den MVU. Der kostet 7000 Euro und Leasing 357. 20 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und wir haben hier eine Arbeitsbreite von 24 Meter. Ja, 50 PS benötigt seine Leistung, entsprechend hier 37 kW. 900 Liter Füllvolumen hast jetzt so. Du kannst den auch vergrößern hier auf 1200, die ich habe mir jetzt so gekauft. Und du kannst hier die Hauptfarbe hier unten von den Rahmen hier ändern. Ich habe es jetzt in der gelassen, sieht ein bisschen besser aus. Also tut sich ein bisschen, wie soll ich sagen, optisch anders darstellen, sagen wir mal so. Jo, also, jetzt haben wir schon mal hier, habe ihn gefüllt, wir haben gesehen, also er hat hier hinten jede Menge Aufkleber drauf, können wir uns nachher auch noch genau anschauen, jetzt tun wir uns mal hier auf die Funktionalität hier befassen, also starten wir uns einfach mal, wir haben hier 1200 Liter Füllvolumen jetzt da drin, habe jetzt hier den Dünner gefüllt, geben wir mal Gas. Und wie wir sehen, also schon extrem breit hier das Ganze mit der Streuweite. Kannst hier mit dem kleinen Winkel hier das Feld relativ gut hier dünnen oder ja, Kalk geht leider hier nicht, habe ich gesehen. Leider nur dünner. Aber ich finde, so her für kleine Karten, für kleine Höfe, kleine Maschinen, ist das natürlich hier ein gutes Arbeitsgerät. Bleiben wir mal jetzt stehen. Schalten wir mal aus. Schauen wir mal in die Lok natürlich rein. Jetzt haben wir jetzt schon da, wie wir sehen. Ist er fehlerfrei. Das finde ich schon mal super. So, jetzt hängen wir auch mal ab. Und schauen uns hier das Gerät natürlich von hinten her an. Die ganzen Aufkleber, wir haben hier also Quetschhinweise, sollst ein Handbuch nachschauen, Aufkleber, ja, ein bisschen unscharf, wenn ich jetzt so bin, ist ein bisschen, aber nicht viel, wir sehen hier, die Schrauben sind auch ganz gut dargestellt worden, und hier die Stange, die ist auch ein bisschen mehr eckig, ja, aber sonst eigentlich ist es so, ja, was mir jetzt ist aufgefallen, ist nichts Schlimmes, Attacher, wie wir mal sehen, passt hier genauso. Wir könnten noch schauen, ob wir irgendwie eine Art Antrieb sehen, wenn wir es genau untersuchen. Aber mir kommt jetzt so vor, dass da nichts so ist, weil wenn ich jetzt seitlich so reinschaue, müssen wir hergehen und an. Also jetzt so nicht. Den Teller drehen, aber es ist ja ein Spiel, wie gesagt, mehr kann man ja dazu nicht sagen. Funktionieren gut, fehlerfrei ist es, man kann seinen Spaß damit haben. Ja, wenn dir das Video natürlich gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du reinschaust. Jemand sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.